Was tun Sie gegen Gewalt an Menschen mit anderer Herkunft, Jugendliche aus einem Wiener Park? Ja, Gewalt ist immer abzulehnen. So, die Frage lautet, wie sorgen Sie dafür, dass es mehr Jobs in Wien gibt? Und die Frage wurde von einem Jugendlichen aus Wien 13 gestellt. Ja, gerade in Zeiten wie diesen, wenn es eine massive Krise gibt, wie angesichts auch der Corona-Krise und des Lockdowns, ist das genau die Herausforderung unserer Zeit. Und wir müssen alles unternehmen, um Betriebe zu retten. Daher auch die rechtliche Ausfallshaftung für die Betriebe aufgrund des staatlich verordneten Lockdowns sofort wieder sicherstellen. Die Betriebe brauchen rasch Hilfe, nicht nur Stundungen, nicht nur Kredite, sondern auch wirklich nachhaltige Finanzierung, damit sie überleben können, damit die Jobs gesichert werden, damit Lehrausbildungsplätze auch nicht abgebaut werden. Denn wir erleben zurzeit die höchste Arbeitslosigkeit der Zweiten Republik und da ist wirklich Handlungsbedarf gegeben. Eine weitere Frage lautet, welche Rolle spielt für Sie der öffentliche Verkehr? Und die Frage hat die Alina, 17 Jahre, gestellt. Der öffentliche Verkehr spielt eine wesentliche Rolle, denn ich sage, es ist wichtig für Menschen, die ja auch nicht sich leisten können, den motorisierten Verkehr in Anspruch zu nehmen, dass es einen öffentlichen Verkehr und ein öffentliches Verkehrsnetzwerk gibt, wo alle Menschen auch sich von A nach B mit einem guten Netzwerk durch Wien und auch über Wien hinaus bewegen können. Und natürlich wäre es der Anspruch, auch eine kostenlose Benutzung für alle Wienerinnen und Wiener in Zukunft sicherzustellen, weil das auch der Anreiz wäre, vom motorisierten Verkehr hin zum öffentlichen Verkehr zu wechseln. Und das wäre auch im Sinne eines Umweltbewusstseins weniger Staus und vor allen Dingen auch weniger CO2-Ausstoß. Die weitere Frage lautet, warum sind Sie dafür geeignet, Wiener Bürgermeister zu sein? Diese Frage wurde aus einem Wiener Gymnasium gestellt. Ich bin diesmal jener Kandidat, der bereits zum vierten Mal als Spitzenkandidat in Wien antritt. Diesmal mit einer Start-up-Bewegung völlig neu. Ein Bürgerteam, nämlich mit dem Namen HC Strache, Allianz für Österreich gegründet zu haben. Und als Start-up-Betrieb hat man den Anspruch, auf Anhieb erfolgreich zu sein und so stark wie möglich zu werden. So gesehen ist der Anspruch, den man real stellen kann, der eine starke Oppositionskraft gegenüber der heute vorherrschenden Regierung, nämlich der rot-grünen Allmacht zu sein. Aber ja, als Bürgermeister wäre ich sicher geeignet. Ich habe ja vom Jahr 2005 bis 2015 kandidiert und damals meine Bewegung, die ich bei 3% am Boden liegend übernehmen musste und Verantwortung übernommen habe, auf über 31% in Wien geführt. Und als Vizekanzler habe ich, glaube ich, auch eines bewiesen, nicht nur Opposition betreiben zu können, sondern vor allen Dingen auch in der Regierungsverantwortung meine jahrelangen Forderungen umzusetzen. Und so gesehen ist es sicherlich auch in der Verantwortlichkeit liegend, dass man auch die Eignung hat, als Wiener Bürgermeister für die Menschen unserer wunderschönen Stadt was weiterzubringen. Eine weitere Frage lautet, warum wollen viele Wiener Parteien keine Ausländer und Ausländerinnen in der Stadt? Die Frage kommt von David aus dem 13. Bezirk. Also ich bin einmal grundsätzlich jemand, der es so wie Viktor Frankl hält. Es gibt nur zwei Rassen, nämlich Anständige und Unanständige. Und ich sage, in jeder Kultur, in jeder Religion gibt es immer anständige und unanständige Menschen. Und es ist daher absolut absurd, gegen Menschen zu sein, die nicht aus dem eigenen Kulturkreis kommen. Was sozusagen wichtig ist, ist, dass man natürlich die angestammte Heimat, die angestammte Tradition, die angestammten Werte sicherstellt, dass man auch nicht zur Minderheit in der eigenen Heimat wird. Es gibt viele Menschen, die zu uns gekommen sind, sich hier vorbildhaft integrieren, auch die Landessprache, die Deutsche, perfekt erlernt haben, fleißig arbeiten, Steuern zahlen und ja, sich an die Gesetze halten. Und das sind Menschen, die dieser Stadt unglaublich viel Positives gebracht haben und ein wesentlicher Bestandteil auch für unsere Heimatstadt sind. Und ich glaube, das Wichtigste ist immer zu differenzieren. Was wir nicht wollen, ist, dass wir Unanständige anziehen, die sich nicht integrieren, die vielleicht sogar einen radikalen Islamismus zu uns bringen, die nicht bereit sind zu arbeiten, sondern
in ein Sozialsystem wie der Mindestsicherung einzuwandern und halt sich nicht an Gesetze halten. Das wollen wir nicht und solche Menschen wollen wir auch nicht. Was tun Sie dafür, dass Wien eine weltoffene Stadt bleibt? Ein Jugendlicher aus einem Wiener Jugendzentrum. Wien ist eine weltoffene Stadt und diese weltoffene Stadt wird es immer geben. Was aber wichtig ist, wir haben massive Fehlentwicklungen in der Stadt zu verbuchen, auch und gerade durch eine falsch verstandene Öffnung unserer Grenzen im Jahr 2015, wo hunderttausende Menschen zu uns gekommen sind und man sie zugelassen hat aus völlig fremden Kulturen, wo aber auch Kriminalität importiert worden ist, Integrationsprobleme zu uns gekommen sind, die wir bis heute nicht bewältigt haben und dort müssen wir ansetzen. Das heißt, wir müssen im Kindergarten schon ansetzen, dass wir, wenn es darum geht, dass Kinder mit Migrationshintergrund auch an unsere Werte herangeführt werden, auch rechtzeitig die deutsche Sprache erlernen, damit sie dann in der Volksschule und über die Pflichtschule hinaus auch wirklich eine gute Bildung erhalten und keine Defizite haben und damit dann auch eine gute Berufschance haben später, um ihre Zukunft sicherzustellen. Wir haben also eine weitere Frage, haben Fußgänger und Fußgängerinnen in Wien genug Platz und sind die Gehwege breit genug? Mit Sicherheit ist das der Fall. Wir haben, was das betrifft, sicherlich eine gute Straßenverkehrsordnung. Was wichtig ist, ist, glaube ich, Fußgänger im Allgemeinen zu schützen. Nicht nur vor dem Autoverkehr, sondern vor allen Dingen auch vor Radfahrern, die oftmals leider rücksichtslos sind. Und das ist oft in der letzten Zeit, in den letzten Jahren ein massives Thema geworden, dass viele Fußgänger mit Radfahrern in Konflikt geraten, auch verletzt werden. Und da muss man sich überlegen, wie Radfahrer auch eine Versicherung sichergestellt bekommen und auch eine Wiedererkennung, vielleicht mit Nummerntafeln, damit man dann auch eruieren kann, wer derjenige war, der vielleicht einen Fußgänger angefahren hat und dann trotzdem weitergefahren ist, weil er Fahrerflucht begangen hat. Eine weitere Frage, sollen alle Wiener Schüler und Schülerinnen einen Laptop für die Schule bekommen? Schüler und Schülerinnen aus Wien 3 stellen die Frage. Ja, das ist auch in meinem Programm vom Team HC Strache auch verankert. Ich habe gefordert, dass gerade in Zeiten wie diesen, wo es Homeschooling gibt, wo ich sage, viele Schülerinnen und Schüler auch schon durch den ersten Lockdown erleben mussten, von zu Hause dem Unterricht weiter zu folgen, dass ein kostenloser Laptop für alle Schülerinnen und Schüler das Gebot unserer Zeit wäre, ähnlich wie Bruno Kreisky es damals auch eingeführt hat, nämlich das kostenlose Schulbuch für alle Schülerinnen und Schüler sicherzustellen. Das ist ein ganz ein wichtiger Ansatz und gerade wenn jetzt die Schülerinnen und Schüler erleben müssen, dass sie da natürlich Defizite hatten aufgrund des Lockdowns. Eine weitere Frage, können Sie in 3 Sätzen beschreiben, was Ihre Partei will? Ja, wir stehen als Team HC Strache für die Einführung der direkten Demokratie, ja, durch die Wiener Stadtverfassung verankert und gesichert, das gleiche auch auf Bundesverfassungsebene. Wir treten dafür ein, dass es soziale Fairness und Gerechtigkeit gibt für alle Menschen. Das heißt, jene Menschen, die arbeiten, auch entsprechend gut verdienen sollen und jene Menschen, die unsere Hilfe brauchen, auch Unterstützung erfahren und man nicht sie fallen lässt. Und bis hin, dass man auch eine gerechte Pension erhalten soll nach einem Leben harter Arbeit und es da nicht unfaire, unsoziale Entwicklungen gibt. Und natürlich, wenn es um die Sicherheit und Bildung geht in unserer Stadt, ist uns das ein besonderes Anliegen, denn manchmal muss man in manchen Regionen heute Angst haben, wenn man sich zu gewissen Nachtzeiten bewegt und da findet Kriminalität, finden Raubüberfälle, sexuelle Belästigungen bis hin zu Vergewaltigungen statt. Und da muss man einfach auch massiv mit der Polizei solche Kriminalitäts-Hotspots auch entsprechend beobachten und auch so Bandenentwicklungen verhindern und im Bereich der Bildung natürlich mehr Pädagoginnen und Pädagogen anstellen, damit die Schülerinnen und Schüler auch eine bessere Ausbildung erhalten und bis hinein in den Gesundheits- und Pflegebereich endlich den Heldinnen des Alltags mehr Lohn sicherzustellen. Was tun Sie, damit Frauen endlich mehr verdienen? Eine Jugendliche aus Wien 15. Auch das ist ein jahrelanges Thema, das ich immer verfolgt habe, dass diese Ungerechtigkeit abgeschafft wird, dass es endlich bei gleicher Leistung auch den gleichen Lohn für Frauen und Männer gibt, dass es hier keine Ungleichbehandlung gibt, ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Und ja, da muss man auch sicherstellen, dass Frauen, die sich für Kinder entscheiden, ja, und für eine Familie entscheiden und damit oftmals Verzicht haben, beziehungsweise Kinder und Beruf miteinander verknüpfen müssen, dass man denen auch stärker zur Seite steht, hilft, wenn es um die Kinderbetreuung geht, wenn es um Möglichkeiten einer Ganztagsschule geht, nicht per Zwang, aber freiwillig. Und wenn es darum geht, dass auch die Kindererziehungszeiten voll an die Pension angerechnet werden, damit gerade Frauen hier dann nicht in der Pension, so wie heute, benachteiligt sind. Was tun Sie gegen Gewalt an Menschen mit anderer Herkunft? Jugendliche aus einem Wiener Park.
Ja, Gewalt ist immer abzulehnen, gleich von wem sie ausgeht. Gewalt hat in unserer Gesellschaft nichts verloren. Leider erleben wir aufgrund der aktuellen Kriminalitätsstatistik, dass Gewalt zugenommen hat. Messerstechereien, Machettenüberfälle, brutale Übergriffe, die haben grundsätzlich nichts verloren, sind heute aber leider oftmals ein Phänomen, das von jungen Menschen ausgeht mit Migrationshintergrund. Und ich glaube, da muss es immer die Konsequenz geben, dass wir das niemals akzeptieren können.